Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Willkommen. Oh, jetzt steht hier hinten meine Kaffeetasse. Das soll ich nicht. Steck lieber einen Frosch hin. So. Dann guckt er wenigstens zu. So. Ja, was heißt langes her? Ja, eigentlich schon. Ist richtig lang her, eigentlich. Wir sind hier auch noch voll dabei. Ja, wollte gar nicht. Ich wollte jetzt die Kartoffel eigentlich gar nicht essen. So. Was kriege ich? Eine Lichterkette, ah, ich da schon, oder? So, wir fahren zur richtigen Insel, ne? Und wollen auch gucken, dass das da alles so ein bisschen, ja, sexy ist. Und wir haben ja hier Panzer. Wir haben eigentlich schon viel gebaut. Und haben so circa nach 1500 Meter. Und dann wird das auch so ein bisschen, ja, geiler eben halt, ne? Die kleine Insel, die werden wir mal hier nicht mitnehmen. Oben hatte ich ja auch meine Dinger gebaut. Die Bäumchen. Ne, die können da wachsen und florieren und wie auch immer. Und den Rest hier, ich glaube mal, die Kartoffeln, die werde ich hier mal reinbatzen. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Federvieh. Dich werde ich mal hier reinbatzen. Sonst mehr nicht eigentlich. Nö, das war's soweit. Die Viecher, die können da auch da drinnen. Das ist alles nicht so schlimm. Habe ich denn gar nichts mehr, was ich hier verbratzen kann eigentlich? Doch, hier, Kupfer. Was kommen, wir wollen Kupfer noch ein bisschen machen. Sonst so. Ja, Plasse haben wir hier noch. Mal, wie war denn das hier? Wenn wir wieder die richtige Taste finden hier. Achso, gut. Richtige Taste gefunden. Und Katze ist voll im Kuschelmodus. Der tangiert mich nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich komplett. Aber, naja, was soll er machen, ne? So, Holzlatten hier. Wie sieht's aus, der Bestand? Können wir ein bisschen Rinn machen, jetzt haben wir nichts mehr. Das heißt, nur noch sammeln hilft. Aber ein bisschen was kommt ja hier immer rin geflogen. Gerd hat gar keinen Bock mehr auf uns. Weil wir ja, ja, gesaved sind hier. Der kann ja nichts mehr machen. Und mit dem Bär, da freue ich mich am meisten, da das wird lustig. Da, ja, werden wir Spaß haben. Oh, trinken sollte ich was. Ich müsste letztes Mal, ja, habe ich. Okay, gut. Das ist ja wenigstens gut. Werden wir zumindest nicht gleich verhungern hier. So, sonst werde ich auch mal die Kartoffel wegfressen. Einfach so, weil ich es kann. Und dann müssen wir bald da sein, ey. Und der Bär, der soll ordentlich Leder geben, hat Lars geschrieben. Lille Leder. Was natürlich soweit gut ist, weil dann können wir auch wieder Neues bauen. Ich brauche noch, ich habe ja nur diesen Schutzpanzer, ne? Ich ziehe mich ja an, ne? Erstklassig werde ich mich anziehen. Und werde ja nur das und das nehmen und hoffen einfach mal, dass ich lebensmäßig das so weit reicht, dass ich nicht sage, ja, shit. Das außer Spesen nichts gewesen, ne? So ungefähr. So, mach mal ein bisschen mehr Holz. Sonst muss ich hier. Ne, das ist nur eine kleine Insel. Dich nehme ich aber auch noch mit. Das ist hier. Das geht nämlich mir alles viel zu schnell. Aber sonst so Planke kriegen wir noch. Hier, der hat nämlich auch schon fast Uppe. Der hier auch. So. Und dann haben wir eigentlich schon wieder ja nichts mehr. Es geht gut schnell vorwärts, muss ich sagen. Okay, gut. Okay. Die hacken hier rum. Du bist ein altes Mistvieh, ne? Das fand ich jetzt nicht so cool. Da ein bisschen hacken und das war denn, ne? Jungs, Mädels, ich brauche Holz. Also ich nehme natürlich auch Plaste und alt mögliche. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Oh. Oh, hab ich doch noch gekriegt. Muss so richtig fix sein hier. Oder schon wieder Nacht. So, der hat mehr. Hier ein bisschen auffüllen. Okay. Dann sind wir den schon ordentlich wieder gefüllt, ey. Ich glaube, schlafen können wir ja noch nicht, ne? Dazu wird es noch ein bisschen zu hell sein. Oh, das andere Holz ist unter uns, ne?
Aha. Ja, das hat sich ja echt gelohnt, ey. Hier ist noch ein Holz. Aber jetzt können wir, glaube ich, schlafen. Dann werden wir am nächsten Tag dann die Insel erreichen. Das ist ja auch eine geile Sache, ne? So, gehen wir unsere Kapitän. Ach nee. Voll falsch hier. Das ist gar nicht unser Kapitänskajüte. So. Das ist er. Boah, dachte, ist abgekackt jetzt hier. Ja, und hier so einen fetten Esstisch wollten wir ja eigentlich auch noch bauen. Hier, ne? Da wollten wir ja eigentlich hier so einen fetten Tisch mal hinklatschen. Aber ich weiß noch nicht wann. Ich will eigentlich erstmal die Dings hinter mir bringen, ne? Die Insel. Und dann mal schälen. So, dann können wir gleich ein bisschen Wasser machen. Ja, wird Zeit, dass wir da sind. Sehen wir schon was? Ha, so viel Regen, ne? Alles meins. Die laufen noch rund. Ja, jetzt nur ein bisschen, ne? Also so viel kostet gar nicht, ne? Wenn du dein Schiff so aufgewertet hast. Ah, da ist er. Seht ihr im Hintergrund? Krass, Alter. Denn, ja, kostet das nicht allzu viel Rohstoff, weil man sammelt ja hier noch, ne? Klar, sowas jetzt wie, Ellos, Palmblätter und sowas, ne? Brauchen wir natürlich nicht, aber, naja. Geschenken Gaul, ne? Wie war das nochmal? Obwohl, das hatte ich schon mal woanders, weiß gar nicht wo, bei welchem Spiel. selbst wenn ich ein Gaul Geschenk kriege, ne, würde ich da ins Maul gucken, ne, ganz ehrlich. Einfach so interesseshalber. Weil man kauft ja auch keinen Schrott, ne. Okay. Wo ist es reingefallen? Nirgendwo, ne. So, dann können wir ja gleich navigieren, so eine Runde. Und Lars hat geschrieben, dass sogar ein paar. Oh, jetzt müssen wir wirklich navigieren langsam. So, das kriegen wir alles noch, ne? Dann wollen wir in diese Schlucht da reinfahren. Und dann will ich mal gucken, dass wir wirklich den ersten blöden Idioten da so wegfetzen, ne? Ja, wir können auch so ein bisschen geradeaus. Also das Holz da würde ich mir auch nicht entgehen lassen. Holz ist das rote Wichtigste. Boah, Junge, du stinkst aber auch ganz schön, ey. Das ist aber nicht sehr nett. Der putzt sich gerade hier auf meinen Schoß, der Ekel. Und ich muss sagen, das riecht nicht so lecker, ne? So, treiben wir jetzt ein bisschen da. Ist gar nicht, hat der Wind denn überhaupt eine Funktion jetzt? Wäre ja schon ein bisschen nah ran, da, ne? Wenn die so weit schwimmen. Da unten ist auch wieder Gerhard denn und so. Ich glaube, mit einem kleinen Schiff kann man da so ja durchschwimmen, ne? Ha! Ein bisschen knappig, ne? Ja, ja. So, Ruhe im Karton. Ich werde mir das noch nehmen, was meins ist. Und dann geht's da rein, würde ich sagen. So, wir lagern mal ein. Oh, zwei Pakete haben wir gekriegt. Das ist gut, ja. Ich drücke immer die falsche Taste. Das ist so, wenn man es lange nicht mehr gespielt hat, ne, dann kommt das leider auch so vor.
So, packen wir das mal aus. Ne, das hier. Hibiskus und ein Tisch. Ja, den Tisch können wir... Aha. Ha. Ja, deswegen. Das ist eigentlich nur für die Vögel. So ein bisschen Stuff. Ne? Damit die ja, da ein bisschen hacken können und sowas. Und letztendlich ich das ja, Fleisch kriege und die Federn. Ne? So, ich hatte doch eigentlich... Also das ist hier unser Proviant. Das nehmen wir mit. Die Palmenblätter, sind die eigentlich voll? Ne, wo hatte ich die denn? Oh, guck, einer, guck, ey. Das nehmen wir mit. Das sind, ah, Metallpfeile. Okay, aber 30 könnten ja eigentlich reichen, oder? So, hier ist unsere Palmenblätter-Action. Zweimal Scharlag hier noch. Das brauche ich ja nicht. So, die Rüben fressen. Kommt hier noch rein. Das behalte ich. Steinseilschrott. Zack, zack, zack. Obwohl, hier können noch die Federn rein. Das hier rein, das brauche ich ja halt nicht mitschleppen. So, dann nehme ich nur das hier mit und das hier mit. So, die Tauchflasche. Ja, die können wir ruhig noch ein bisschen... So, mein Metalldings hat jetzt nicht ganz so viel. Und der Bogen sieht auch jetzt nicht so lecker aus. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich nehme dich nur mal hin. Ich muss das hier befeuern. So, trinken sollte ich ja auch noch machen. So. So, das läuft so, so ein bisschen. Gut, oh, ich bin so aufgeregt, ey. Vielleicht sollte ich noch einen Metalldeckel mitnehmen, falls es dunkel wird. Einfach nur so. Und dann... Bogen. Wie sieht es denn mit Bogen aus? Seil... Und Pflanze. Aber schon fertige Pflanze. Liver. Aber ist nicht so gut, ne? So, Seil und ein Bolzen. Hätten wir einen Ersatzbogen hergestellt. Ich glaube, den nehme ich so gleich mit. Den anderen lassen wir, denke ich mal, gleich hier. Oh. Also mich stürzt nicht. Das kannst du gerne öfters machen, weil dann hau ich dir auch öfters mal so einen Pfeil mit erhöhter Geschwindigkeit in deine Brusthälfte. Ja, sowas mache ich eben halt. So, zwei Flügel wieder. Also wenn wir jetzt hier nicht einen Hühnerüberdosis haben, dann weiß ich auch nicht. So, den kann man noch fressen. Einmal trinken. So, dann kommen hier auf jeden Fall mal die Federn mit rein. Und das können wir auch mit rein machen. So, ja, und dann geht's los. Peter, erstmal hier den Vollidioten töten. Ja, wenn er da wäre. Vielleicht will er mich ja auch nicht. Ich gehe mal hier so am Rand. Ne, der will mich nicht. Das ist ganz gut. Gaude Sache. Also ein Schild konnte man im Spiel nicht herstellen, ne? Dass man sagt, hier, man macht hier... Nö. Und kann ich blocken eigentlich mit dem Speer? Auch nicht, ne? Mir spannt wie die Trophäe, ne? Okay. Ja, wenn ich jetzt sterbe, ne? Das wäre nicht so nice. Hier, die hier soll ich umhauen können? Ne, da passiert nicht. Manche wirken. Okay. Naja, das sehe ich bestimmt dann irgendwann. Aber jetzt kommt wieder so romantische Musik. Den kann ich nicht. Den kann ich auch nicht. Ich hab so ein bisschen... Angezogen heißt ja. Ich hab so ein bisschen Angst, ne? Ab. Ohne warum, ey. Gar schreck mich so ja vor meinen eigenen Geräuschen, ey. Wo ist er denn? Yogi.
glaube, wenn ich den ersten platt habe, ist das Ganze nicht mehr so wild, ne? Aber erstmal den ersten finden. Yogi. Oh, da ist irgendwie was. Und da müsste ich, glaube ich, auch hin. Ich weiß nicht, in einem Turm war ich ja schon drinne. Bei den nächsten weiß ich es nicht. Also, da wusste ich eh nicht, wo ich hin muss, weil Angst wegen Bären und so. Yogi. Boah, erstmal am Arm kratzen, bevor es hier weitergeht. Also bin ich richtig abgelenkt, ey. Was ist denn das hier? Bobby's Maze. No Treasure Passing oder was? Spaßing? Ich weiß nicht, irgendwas hatte ich ja schon mal gefunden, glaube ich. Vielleicht sind die Bären aus Respekt auch weg. Vielleicht haben sie sich gesagt, so, pff, oh nee, war das mir zu stressig hier. Ne, Sioni macht immer ernst. Ne, das ist ja hier nur ein freundliches Vieh. Aber wenn die Viecher hier sind, dann gibt es ja keine. Oh Gott, ey. Hier gibt es Station, Station. Release-Station. Sag mal, ich habe doch, wenn ich hier so gucke, ne? Laborinsel. War ich denn nicht bei einer schon? 2, 4, 6. Gehen wir mal zu 4. Ich hab's mir nicht gemerkt, wo ich schon mal war. Aber ich glaube, bei der war ich schon. Jo. Bei der war ich schon. Das haben wir irgendwie rüber gemacht und dann war gut. Okay. Also geradezu wäre jetzt, weiß ich nicht, was? Was für eine Station wäre da? 4. Also 4 haben wir schon. Dann gehen wir mal zur nächsten. Mal hier nochmal auf den Schild gucken. Wo wir es denn hin müssen. Also 4 waren wir. Dann gehen wir mal zur 6. Vielleicht sieht man hier auch irgendwas anderes Entspanntes. Da ist nur das Vieh. Das wird mich ja nicht morden wollen. Jetzt bin ich hier auf dieser verdammten Insel. Letztes Mal habe ich sofort einen Bären gesehen, ne? Jetzt bin ich hier auf der Insel und nichts. Kein Yogi, kein nichts. Das sind Bienendinger, aber die haben wir ja mittlerweile. Hätten wir vielleicht auch ein bisschen so Heilsalbe mitnehmen sollen. Ne? Ja, da brauchen wir nicht. Echte Kämpfer brauchen sowas nicht. Das Schlimme ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es dunkel wird. Und ich natürlich hier auch im Dunkeln denn irgendwas machen muss. Wo ist denn der jetzt hier? Ich wollte eigentlich den Bären töten, ey. Hatte ich vor. Wenn er jetzt hier hinterrücks kommt, ne? Und mir gleich zeigt, wo der. Ah, da hinten ist einer. So, 6 müsste man da. Aber ich will den Bären töten. Alle haben. Ha, das ging. Also so schlimm war jetzt nicht, ne? Oh Gott. Jetzt ist dunkel, jetzt sehe ich ja wieder nichts. Ich den aber anziehe. Denn, stopp mal, war hier nicht das Schild? Ja, genau. Hier müssen wir lang. Okay, das ging. Das ging echt fit. Was ist denn das hier? Eine Höhle? Was ist das hier mit dem Schwert oder was? Ach nee. Okay, das müssen wir dann wirklich mit einem Messerchen machen. Aber den Messerchen haben wir ja noch nicht. Relaisstation 6. Wo bist du denn? Da hinten? Alter, oder das hier? Nee, da kommt gar nicht hin. Echt noch da? Also nachts sieht das immer alles anders aus, habe ich das Gefühl. Dunkler, besonders dunkler sieht es aus.
Ich laufe jetzt hier so mit rüber. Alter, das ist doch die 4. Ey, ihr wollt mich doch komplett verarschen. Also ich muss... Oder das ist natürlich jetzt so, dass die... Dass ich da durch die Höhle müsste. Also 6 werde ich so nicht erreichen, glaube ich. Schau mal, hier muss ich gucken. 6 nicht. Also müssen wir 4 hatten wir. Also zu 2 müssen wir. Okay. Weil die andere wird ja durch die Höhle sein. Das ist ja richtig da einmarkiert, ne? So, dann können wir wissen gucken, wo das hier noch hingeht. Aber bei der 6, wenn wir bei der 6 sind. Ja, in der Nähe von der 6. Hier. Ja, dann keine Ahnung, wo das andere ist. Wir gehen erstmal zurück. Wollen wir erstmal luschern. Eine Runde. Da unten war ja so ein Schild, da standen ja mehrere Sachen dran. Also ganz ehrlich, vom Bär habe ich jetzt ja keine Angst mehr. Also der kann mich mal. So, Hähnchen werde ich auch mal ausrüsten. Weil der kann mir ja mal gar nichts sein. So, ich habe nur einen Schluck zu trinken. Achso, ein bisschen erschrocken gerade. Das ist ja nur das kleine Vieh. So, dann gehen wir mal zur 2. 2 und Ranger Station. Okay. Dann gucken wir erst zur 2 und dann zur Ranger Station. Obwohl, wahrscheinlich wäre es erstmal besser, wenn ich zur Ranger Station mache. Da hinten ist da wieder einer, ne? Los, komm. Wir wollen auf offenem Feld gegeneinander kämpfen. Ja, leg die mal schlafen. Oh Mann. Du kleines Arschloch, du. Ha. Meine Fresse geben die Leder. So. Easy, ne? Station 2, Ranger Station. Okay. Ja, wo denn jetzt? Hier lang? Ich geh mal einfach hier lang. Aha. Station 2, Ranger Station. Ja, wir laufen hier einfach. Einfach mal eine Runde laufen, wa? Ey, ich hab schon 8 Leder. So viel Leder hatte ich noch nie in meinem ganzen Kackleben. Das ist heftig, ey. Station 2? Ranger Station. Umso öfter ich das sage, umso mehr Zungenroller kriege ich. Ich geh erstmal hier so lang. Da war zwar so ein hässlicher Durchgang. Ah, das merke ich mir. Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Und ob ich es mir richtig gemerkt habe oder wir den richtigen Weg laufen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Hey, wir haben die Bären getötet. Ciao, ciao.